Hallo und willkommen zurück im Leben und Leiden von Sir Brante, oder muss ich jetzt sagen Inquisitor Brante. Jedenfalls sollen wir in die Heimatstadt zurück und dort, ja, die Kirche unterstützen. Die Flüsse Reglata und Talrina treffen sich außerhalb der Stadtmauern. Du hast gerade erst die Hauptstadt verlassen, oder ihr habt die gerade erst verlassen. Seit du all die Jahre hierher gekommen bist. Achso, du warst jetzt ein paar Jahre lang in der Hauptstadt und bist gerade raus aus der Hauptstadt. Eine Brise bläst dir ins Gesicht und die helle Mittagssonne hängt über der leuchtenden Säule. Dein Aufenthalt in Eterna hat ein Ende gefunden. Du bist hier als Junge angekommen, voller Hoffnung und Wünsche, angetrieben von den Erwartungen deiner Familie und einem Wunsch oder einem Verlangen, dein Leben so zu leben, wie du es gerne möchtest. Und jetzt musst du wieder gehen. Und dieser Gedanke erfüllt dich mit leichter Trauer. Eterna wurde nicht zu deiner Heimat. Und hier wurde es dir auch klar, dass du ein Bote sein kannst zwischen dem Willen der Zwillinge und den Menschen. Du bist die Hand, die den Weg zeigt, der Interpreter der Götter, der Mann, der andere anleitet, um an die Spitze der Säule zu kommen, im Jenseits. Du hast dich den Zwillingen noch nie so nahe gefühlt. Aber jetzt trägst du in dir die Liebe und die Weisheit des Älteren und das Gesetz und die Kraft oder die Macht des Jüngeren. Nach deinem zweiten Sakrament hast du angefangen, die Präsenz der Zwillinge in dieser Welt zu sehen, überall. Was wirst du in deiner Heimatstadt sehen oder beim Silbernen Baum? Du wurdest auserwählt, um der Inquisition zu dienen. Jetzt bist du mehr als ein einfacher Priester. Du bist ein Schutzschild der Kirche, der ihre Feinde abwehrt und falsche Glaubensgrundsätze. Ein Schmerz in deiner Brust, direkt unter dem Kreuz der Zwillinge, hallt diesen Gedanken wieder. Die Spaltung zwischen der Kirche und dem neuen Glauben hat in Anisot begonnen, aber die Stadt ist immer noch deine Heimat. Veränderungen kommen, und als Inquisitor musst du ihnen gegenübertreten. Du denkst öfter mal an Schwester Jeanne. Sie war deine einzige Gefährtin während der Jahre, die du im Seminar studiert hast. Und jetzt wird sie dich unterrichten und unterstützen bei deinen Diensten in der Inquisition. Was ist eure Verbindung? Was seid ihr füreinander? Du atmest aus, schließt deine Augen, spürst, wie der Wind vom Fluss durch dein Gesicht weht. Vieles muss sich zu Hause verändert haben. Betet Mutter immer noch dreimal am Tag zu den Zwillingen? Und was ist mit den anderen? Sie haben hinter ihr dann auch immer die heiligen Worte nachgesprochen. Wie läuft das jetzt? Nathan folgt wahrscheinlich Mutters Beispiel. Jeder Brief, den er dir geschickt hat, war ja voller Lob über deine Wahl, das Priesterlos gewählt zu haben. Nathan hat es nicht geschafft, ins Seminar von Anisot zu kommen. Er sagte, er war zu nervös und er schrieb, dass er sich schämte, dass er nicht in deine Fußstapfen treten konnte. Aber sich vor Versagen zu schämen, entspricht nicht dem Los eines Bürgerlichen, hast du zurückgeschrieben. Ein Bürgerlicher muss ganz bescheiden sein Versagen akzeptieren. Genau wie er jedes andere Leid auch akzeptiert. Du solltest Nathan ein bisschen aufmuntern, indem du ihm ein Souvenir aus der Hauptstadt mitbringst. Ja, vielleicht eine Peitsche oder so. Die ihn an dich erinnert. Ein Zeichen der Liebe,
das ihm sagt, dass du an ihn glaubst. Nachdem du etwas drüber nachgedacht hast, gehst du in den Tempel und holst ein Gebetsbuch. Ja, wir sind sehr einfallslos, was Geschenke betrifft. Ja. Du findest den großen Tempel der Zwillinge umringt von den üblichen, ruhigen, ja, von der ruhigen Atmosphäre. Es gibt keine lauten Stimmen von den Menschen, keine lauten Schreie von den Kaufleuten. Du gehst in einen kleinen Buchladen. Sag mal, ist das der, sieht so aus wie der, wo wir unsere Zinnsoldaten bekommen haben, oder? Also gehst in einen kleinen Buchladen beim Tempel und schaust dir die Gebetsbücher eins nach dem anderen an. Du suchst nach einem mit den angemessenen Gebeten für alles, was Nathan so braucht. Zum Wohl der Familie, für die Bescheidenheit, für Meekness, keine Ahnung. Und wie man richtig seinem eigenen Los folgt. Ja, das schreibt jetzt das Spiel so vor. Ich hätte ihm das nicht gekauft, glaubt es mir bitte. Ein kleines Buch, wird von dir entdeckt. Der stabile Ledereinband fühlt sich in deiner Handfläche gut an. Du blätterst durch das Gebetsbuch und nickst. Ja, da ist alles drin, was man braucht. Du verlässt die Hauptstadt an diesem Morgen in einer Kutsche, die von der Inquisition bestellt wurde. Eterna, die Stadt, wo du 4 Jahre verbracht hast, verschwindet langsam hinter dem Horizont. Wirst du diese Stadt niemals wiedersehen? Du weißt es nicht. Das Gebetsbuch ist in deinen Händen. Ich glaube schon noch, dass wir in diese Stadt nochmal zurückkommen werden. Okay, Nathan, haben wir nochmal die Beziehung gesteigert. Das Nachhausekommen im Jahr 1137. Nach 4 Jahren in der Hauptstadt kehrst du in deine Heimatstadt Anisot zurück. Die Jahre deiner Jugend sind zu einem Ende gekommen. Es ist an der Zeit, die Hauptstadt hinter dir zu lassen und zu deiner Familie und neuen Geschäften zurückzukehren in deiner Heimatstadt von Anisot. Die Jahre fort von zu Hause waren voller Tumult und schwerer Last. Deine erwachsenen Schultern tragen nun die Last deiner ersten Entscheidung, die du für dein Leben getroffen hast, für den Verlauf deines Lebens. Hattest du die Freiheit, dein Los selbst zu wählen? Oder war es schon von vornherein dein Schicksal? Alles, was du jetzt noch tun kannst, ist dem Pfad zu folgen, der vor dir liegt. Okay, ja, da sehen wir nochmal, was wir einiges erlebt haben. Es waren nur 4 Jahre, aber es ist mehr gewesen hier los als in den 8 Jahren zuvor. Also Ankunft in der Hauptstadt, haben den Pfad des Priesters eingeschlagen. Wir haben Freundschaft geschlossen mit, also nochmal, für Freundschaft für immer mit Thomas. Wir sind Schild des neuen Glaubens geworden. Haben Alice gerettet. Sie musste nicht sterben, weil sie Magie ausgeübt hat. Wir haben das Sakrament des Priesters angenommen und wir sind nach Hause gekommen. Ja, und die anderen Sachen sind jetzt nicht erwähnt, okay. Unsere Attributswerte. Diplomatie 8, Theologie 15, Manipulation 11. Ruhm immerhin 3. Wir waren schon mal bei 0. Eloquenz 8. Planen 6.
Und da sind wir schon 20. Wir nullen. A full adult now, I returned from the capital a changed man. Yet, my hometown was not the same as I had left it. Fate had difficult times in store for all of us. Alter, wie sich das da verändert hat. Voll die Revolte da. Und wir haben Friedenszeit. Ja. Du und Jan kehrt gemeinsam nach Anisot zurück. Du hörst dir die Räder der Kutsche an, während sie sich den Weg bahnt auf der Straße. Du siehst das Land von Magra durch das Fenster leer, ausgelaugt von uralter Magie. Du bist wieder zu Hause, aber du bist nicht länger der Junge, der den Weg angetreten hat in Richtung Hauptstadt vor 4 Jahren. Du bist zurückgekehrt als Priester. Hätte sich deine Familie jemals vorstellen können, dass das das Los ist, mit dem du zurückkehrst? Du wirst die Dienste bei der Inquisition in deiner Heimatprovinz antreten. Du wirst schon bald mit deiner Familie wiedervereint. Ach ja, jetzt gibt es noch wieder andere Sachen, die dazukommen und so. Du... ja. Also, es gibt wieder ein paar wichtige Events in diesem Kapitel. Noch mehr als zuvor. Ich will es mir jetzt ja gar nicht angucken. Also, Texte jetzt hier lesen ist kein Problem, aber ich will nicht drauf gehen mit der Maus. Achso, ist doch gar nicht so viel. Der wahre Tod kann auf uns warten, ja, das ist gut versteckt hier. Aber mit dem wahren Tod habe ich immer schon gerechnet. Jederzeit kann er kommen. Achso, nur eins von den Sachen. Das sind die wichtigen Events, von denen wird nur eins passieren. Okay. Tja, also Fackel des neuen Glaubens dürfte ja wohl klar sein, dass wir dann halt, dass der neue Glauben sich hier ausbreitet und das darüber scheint wohl das Gegenteil zu sein. Ulrich ist ja der Inquisitor, der uns quasi angestellt hat. Wenn der natürlich übermächtig ist, dann hat der neue Glaube hier wohl keine Chance mehr. Und genauso, das sind wohl die beiden kirchlichen Events mit dem Ulrich und dem neuen Glauben. Und Cassius, das werden dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen sein, die mit dem Adel zu tun haben könnten. Die werden wir aber nicht erreichen können. Vermute ich einfach mal. Und Shadow of the Will, ich wollte da nicht drauf gehen, ich habe auch nichts gelesen. Keine Ahnung, was das sein mag. Die wichtigsten Ereignisse, die zum Haus Brante passieren können am Ende des Kapitels. Okay. Och, das unterste Familie bricht auseinander. Ja. Dann noch normale Ereignisse, die der Familie Brante so widerfahren können. Und dann irgendwelche Errungenschaften, die wir erreichen können. Okay, da geht's nicht weiter. So, dann haben wir einen neuen Abschnitt in unserem Buch. Besetzung. Oder Besatzung. Können wir uns gleich angucken. Okay, das scheinen wohl wieder 8 Jahre zu sein. Ich habe nicht genau die Striche jetzt gezählt, vielleicht auch 10. Die Luft in der Kutsche ist stickig. Trotz der Blende, die die Sonne abhält. Es wird noch ein bisschen Zeit dauern, bis du dich wieder an die Hitze gewöhnt hast. Die brennenden Tage folgen eisigen Nächten. So ist halt die Wüste im Winter.
Jan hat sich drastisch verändert, während sie fort war. Du hast Probleme mit ihr, eine Unterhaltung zu beginnen. Schließlich ist sie diejenige, die das Gespräch beginnt. Gut, bevor wir uns das jetzt durchlesen, will ich hier mal eben Occupation angucken. Okay, da sehen wir also, die Inquisition, wie es der so geht, und die Toleranz des Glaubens. Wollen wir mal eben gucken. Also, Inquisition bei 0 gibt sie nicht mehr. Und bei 10 ist eine Schreckensherrschaft der Inquisition. Und hier haben wir Toleranz des Glaubens und, je höher, also quasi je höher die Zahl, desto weiter verbreitet ist der neue Glauben. Es ist an der Zeit, dass ich dir von unserer Mission in Anisot berichte, Bruder Leo. Tja, warum hat... ist direkt der Anschluss. Warum hat die Inquisition eigentlich mit dieser Mission zwei frische Absolventen vom Seminar beauftragt? Genau, warum keine erfahrenen Leute? Die Inquisition hält mich für ausreichend vorbereitet für diese Mission. Und ich habe, mein Wort für dich gegeben. Die Mission, die uns dort erwartet, braucht einige Zeit. Und ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann, an meiner Seite. Magra ist unruhig geworden, ein Unruheherd in letzter Zeit. Die Lehren von Fotis haben dort Wurzeln geschlagen. Und die örtlichen Priester nehmen ihre Pflichten nicht mehr wahr. Sie sagen der Glaubenskongregation, dass sie ihre Lose bei sich selber suchen. Sie behaupten, dass die Lehren vom heiligen Isatius alles Lügen sind. Sehen sie denn nicht, dass sie damit direkten Schrittes auf den Boden der Säule zu marschieren, und ihre Gemeinde ziehen sie damit noch hinter sich her? Ja, also mit anderen Worten, sie müssen alle in der Hölle schmoren später. Aber dass das schon alles wäre. Die Kirche hat einen anonymen Brief erhalten, wo Cassius, dem Patriarchen von Magra, ach genau, das wusste ich eben gar nicht mehr, wer Cassius war. Okay, dann sind das doch nicht Adelssachen und so weiter. Das heißt, sind alles 4 schon Glaubenssachen, die wir erreichen können. Naja, also Cassius, der Patriarch von Magra, soll wohl ein Sektierer sein, Ketzer und die Götter nicht ehren, also Blasphemie gegen die Götter betreiben. Wir müssen uns diesen Bericht ansehen, das genauer untersuchen. Und sollten wir herausfinden, dass er schuldig ist, werden wir Cassius von seinem Posten entfernen und ihm das Priesteramt nehmen. Das wird wohl keine leichte Geschichte zu sein. Wird wohl keine leichte Geschichte sein, muss ich wohl nicht extra erwähnen. Im Moment ist die Inquisition in Magra schwach. Sie wird weder von den Adligen geachtet, noch den Klerikern. Bis sie unsere Autorität anerkennen, werden sie uns wohl nicht gehorchen. Cassius ist Patriarch, seitdem Fotis vor 5 Jahren gestorben ist. Er wurde einstimmig gewählt in der geheiligten Konklave von Magra. Er ist geliebt von seiner Gemeinde und respektiert von den Klerikern. Deshalb müssen wir unbedingt ganz geheim diese Sache untersuchen. Wir müssen die Autorität der Inquisition wiederherstellen, und dann, wenn Cassius tatsächlich schuldig ist, müssen wir Beweise dafür finden. Nur dann können wir ihn öffentlich anklagen.
Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt will. Ich weiß noch überhaupt nicht, welchen Weg ich gehen will. Wahrscheinlich stolper ich mal wieder so vor mich hin und irgendwas passiert dann einfach. Die Gerichtsanhörung von Patriarch Junius Diamant war ja ehrlos. Was dort geschehen ist, darf sich in Magra keinesfalls wiederholen. Die Kirche hat das Problem Inquisitor Ulrich anvertraut. Von uns wird erwartet, seine Untersuchung zu unterstützen und Anisotte vor Ketzerei zu bewahren. Aber ich glaube, wir sollten auch vorsichtig sein, was ihn betrifft. Pater Ulrich ist ein rücksichtsloser Mann und ein eifriger Inquisitor. Sogar übereifrig, wenn ich das sagen mag. Man sagt, er hat ganze Dörfer niedergebrannt, bis auf die Grundmauern, für den wahren Glauben. Wir werden unser Äußerstes tun, um die Autorität der Inquisition wiederherzustellen. Aber ich fürchte, dass Pater Ulrich darauf aus sein könnte, seine Autorität zu missbrauchen. Bitte, zu unserem Wohle, sei sehr diskret in seiner Gegenwart. Wie dem auch sei, wird unsere Mission nicht einfach sein, aber wir werden die Ordnung in Magra wiederherstellen. Lass uns den Samen der Ketzerei hier aus dem Boden reißen, genauso wie die Wurzeln des neuen Glaubens. Die Stadt, in der der silberne Baum wohnt, muss ein Zeichen des wahren Glaubens bleiben. Kann ich mich auf deine Unterstützung verlassen, Leo? Also selbst wenn nicht, würde ich es jetzt nicht offen zugeben ihr gegenüber. So offener Streit jetzt am Anfang ist gar nicht so mein Ding. Dann werden uns ja Steine in den Weg gelegt. Ich könnte jetzt auch gar nicht offen sagen. Also erstmal meine Meinung. Wie stehe ich zu der Sache? Möchte ich, dass der wahre Glaube hier wieder Fuß fasst? Nein, auf keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Möglicherweise war der wahre Glauben vor 1000 Jahren mal gültig, aber jetzt haben sich die Zeiten geändert. Jetzt müssen Reformen her, spätestens jetzt. Es ist schon viel zu spät. Und wenn die Kirche so weitermacht mit ihrem alten Glauben und sich nicht Reformen öffnet, wird sie zerstört. Es wird eine Revolution geben. Es wird das Land zerstört werden. Unsere einzige Hoffnung ist, dass es politische Reformen gibt und auch kirchliche Reformen, dass die Leute wieder ohne die Not einer Revolution ein zufriedenes Leben führen können und dadurch nicht so viele Menschen sterben müssen. Das ist eher mein Ziel. Und dabei kann ich Jan jetzt nicht unterstützen. Also ich möchte nur rausfinden, was hier vor sich geht, und dann müssen wir gucken, ob wir es irgendwie schaffen, die Kirche zu reformieren und die Inquisition ein bisschen zu sabotieren. Deshalb werde ich Support Jan nicht sagen. Sie hat nicht meine volle Unterstützung. Das kann ich nicht sagen, weil unsere Eloquenz nicht gut genug ist. Eloquenz, um das besser haben zu müssen, hätten wir in Kindertagen uns nicht so der Neugier widmen können. Wir haben ja Perception gehabt, also Wahrnehmung haben wir ganz viel Sachen gehabt. Und wenn wir das andere gehabt hätten, was wäre das Rückgrat, wenn wir mehr Rückgrat gehabt hätten und das nicht so ein stiller Beobachter gewesen wären, dann hätten wir das jetzt hier machen können. Warum ist da das Schicksal? Schild des neuen Glaubens, aha. Oder Frage ausweichen. Ja, genau. Wir sind noch nicht bereit, Jan eine definitive Antwort zu geben. Genau. Ich will auch noch nicht hundertprozentig ausschließen, dass ich ihr nicht doch noch irgendwie helfe oder so. Kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Genau. Du stimmst Jan nicht komplett zu, aber du hast auch keine Lust, jetzt mit ihr zu streiten.
Du möchtest sie aber auch nicht anlügen. Du erzählst ihr, dass wenn es an die Reinigung von falschen Lehren und Sekten geht, oder wenn es darum geht, die Autorität der Inquisition wiederherzustellen oder den Fall von Patriarch Cassius zu untersuchen, dann bist du für sie da, um sie zu unterstützen. Allerdings, was Patriarch Fotis betrifft und seine Lehren, bist du dir noch nicht so sicher. Der neue Glauben ist mächtig und es wäre vielleicht ein fataler Fehler, ihn nur als eine neue Sekte anzusehen. Jan schüttelt langsam den Kopf. Sie ist ganz und gar nicht deiner Meinung. Ich rate dir dazu, dir noch einmal Gedanken um diese Angelegenheit zu machen. Das Schicksal von Tausenden im Jenseits könnte davon abhängen. Ja, Jan, mir sind aber auch das Schicksal von Zehntausenden im Diesseits auch ganz wichtig. Diejenigen, die den neuen Glauben predigen, führen ihre Gemeinde direkt zum Fuß der Säule. Wer wird sie aufhalten, wenn nicht wir? Die Mauern von Anisot kommen am Horizont an. Du wirst sie alle bald wiedersehen, dein Vater, deine Mutter, deine Schwester und deine Brüder. Und ja doch, beide Brüder, ja genau, wir haben ja zwei. Den einen habe ich schon direkt verdrängt, unseren Stefan. Du wirst ihnen von deinem Leben in der Hauptstadt berichten und die Nacht in deinem eigenen Zimmer verbringen. Ja stimmt, wir waren jetzt 4 Jahre im Hotel sozusagen. Und es war ja kein Hotel, also es war ja hier Seminarraum hauptsächlich. Ne? Also wir waren ja nur ein paar Tage in einer Herberge und dann in so einer ja, spartanischen Priesterzelle. Du hast dein Zimmer so sehr vermisst in Eterna. Und wie du erst deine Familie vermisst hast. Ja, du kommst wieder nach Hause. Was für ein wunderbares Gefühl. Und wir haben Willpower bekommen. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können jetzt zweimal irgendwas machen. 0 oder höher kann man in der Regel was tun. In Diensten der Inquisition im Jahre 1138. Die Kutsche hält an. Das Tor zum Familienanwesen. Das Zimmer zu deinem Schlafzimmer. Das Fenster zu deinem Schlafzimmer. Dasselbe, was du benutzt hast, um dann nachts ab und zu mal rauszuklettern. Der gut gepflegte Garten mit seinem importierten Mutterboden. Schöne Grünpflanzen und Mutters geliebte violette Irisse. Dann, ist das ein Stall, von dem du als Kind immer runtergesprungen bist? Oder Schuppen? Du bist wieder zu Hause. Du berührst die Klinke der Vordertür und hältst für einen Augenblick inne. Es war jetzt 4 Jahre her, seitdem du Eterna verlassen hast. Aber es kommt dir vor, als wäre es gestern gewesen. Die Luft im Inneren ist kühl, wie immer. Vater hasst stickige Räume und deshalb lüftet er stetig. Nathans Wuschelkopf, oh mein Gott, der sieht aus wie Ende 30. Und wie ein Alkoholiker, ich weiß auch nicht. Naja, Nathans Wuschelkopf lugt hinter der Wohnzimmertür hervor. Dein jüngerer Bruder ist der Erste, der dich erreicht. Er weint vor Freude. Er umarmt dich ganz fest. Nathan ist mittlerweile so groß wie du und sein Haar erreicht beinahe seine Schultern. Aber er hat immer noch den verlorenen Blick in seinen Augen, wie als kleiner Junge. Na, hier können wir jetzt mal gucken. Das jüngste Kind in der Familie und dein einziger voller Bruder oder dein einziges volles Geschwister.
Er hat ja, er ist Geheimniskrämer und Tagträumer schon als kleiner Junge. Hat schon in sehr jungen Jahren heilige Texte gelesen. Das, soweit wussten wir es schon. Und er hat immer noch keinen Platz für sich in der Gesellschaft gefunden. Endlich bist du zurück, Leo. Ohne dich war es hier zu Hause nicht mehr wie sonst. Und schau, du trägst jetzt eine Robe, ein wahrer Priester. Ja, ich werde niemals einer werden, unglücklicherweise. Ich bin nicht ins Seminar aufgenommen worden. Er starrt auf den Boden, schuldbewusst. Du zeigst ihm das Gebetsbuch, was du für ihn gekauft hast im großen Tempel der Zwillinge damals in der Hauptstadt. Möge das Licht des Glaubens in deinen Augen leuchten, für immer, mein Bruder. Nathan nimmt das Gebetsbuch an sich und nickt dir dankbar zu. Mutter kommt aus dem Wohnzimmer, Nathan läuft zu ihr und sie lehnt sich an seinen Arm, während er sie zu dir führt. Oh Mensch, Mutter ist auch ein bisschen gebrechlich geworden, was? Mutters Rücken ist nach vorne gebeugt. Sie ist blass geworden. Und ein dünnes Spinnenweben oder dünne spinnenwebenartige Falten bedecken ihr Gesicht. Sie kann ohne Hilfe kaum noch stehen. Das sind die besorgniserregenden Zeichen der Krankheit, von denen dein Bruder und deine Schwester in ihren Briefen gesprochen haben. Moment, ja. Sie umarmt dich langsam. Du drückst dein Gesicht in ihre Schulter und atmest den beinahe vergessenen, geliebten Geruch ein. Mutter hält deine Schultern und studiert dich für eine lange Weile. Du warst so lange fort, mein Sohn. Aber es war alles zum Besten. Ich bin so stolz auf dich, dass du dem Los der Priester gefolgt bist. Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich geglaubt, dass mein so eigener Sohn die Lehren der Zwillinge in die Welt hinausträgt und die Seelen anderer Männer und Frauen rettet. Der Gedanke, dass ich dich so lange nicht in meinen Armen halten konnte. Die Gesundheit deiner Mutter ist bemerkenswert schlechter geworden, während du fort warst. Die Arme deiner Mutter sind jetzt dünner. Sie fühlen sich beinahe gewichtslos an. Als nächstes kommt Gloria zu dir. Sie trägt Männerkleidung. Ja, ein Frack, eine ja, Krawatte mit einer großen Krawattennadel. Du hättest sie beinahe nicht wiedererkannt in ihrem neuen Outfit. Es sind dunkle Augenringe unter ihren Augen. Entweder durch Schlafmangel oder weil sie so oft geweint hat. Ihre ersten Worte an dich gerichtet triefen vor Sarkasmus. Hallo, mein Bruder, der Priester. Ich kann nicht behaupten, dass ich das erwartet hatte. Also wirst du derjenige sein, der demnächst auf unsere Seelen Acht gibt? Du gibst ihr eine gefasste Antwort. Du wirst immer bereit sein, um Gloria zu helfen, wenn sie geistige Führung benötigt. Aber du bist nicht nur ein Priester, du bist auch ihr Bruder. Gloria muss lächeln. Sie zeigt dir endlich ihre Gefühle und umarmt dich. Laute Schritte kommen die Stufen hinab. Stefan taucht auf. Dein älterer Bruder ist größer geworden und breitschultriger. Du bemerkst, wie hart seine Gesichtszüge geworden sind. Er sieht Großvater immer ähnlicher. Stefan grüßt dich höflich mit einem ja, stummen Nicken. Grüße, Bruder.
Es ist eine Schande, dass du mit einer Robe zurückgekehrt bist und nicht mit einem Schwert. Aber zumindest ist aus dir kein Bürgerlicher geblieben, wie bei deinem jüngsten Bruder. Du hast zwar nicht das Los des Adels erreicht, aber deine Sache ist auch eine wichtige im Kaiserreich. Die Familie Brante heißt dich willkommen. Als er diese Worte spricht, hörst du die Tür zum Büro deines Vaters sich öffnen. Vater sieht älter aus. Sein Rücken ist auch bucklig geworden und er humpelt. Es sind tiefe Linien um seinen Mund herum und silberne Fäden in seinem dunklen Haar und in seinem Bart, in seinem Schnurrbart. Er bleibt ein paar Schritte von dir entfernt stehen und begutachtet dich von Kopf bis zur Sohle. Du schaust ihm in die Augen. Okay, gucken wir hier auch nochmal kurz. Okay, das kennen wir alle schon. Wenn ich dich zur Hauptstadt geschickt hatte, hatte ich nicht erwartet, dass du derart zurückkommst. Aber du hast deinen eigenen Weg gewählt. Ich bin traurig, dass du nicht in meine Fußstapfen trittst. Aber so ist er, der Wille der Zwillinge. Ich akzeptiere deine Entscheidung. Mit einem Augenblick des Zögerns nähert sich dein Vater dir und klopft dir auf die Schultern. Nun dann, Zeit fürs Abendessen. Deine Mutter hat ein ziemliches Festmahl für dich vorbereitet. Zum ersten Mal seit Jahren ist die ganze Familie zusammen. Du kannst endlich Zeit verbringen mit einem anderen Familienmitglied heute. Ja. Okay. Was machen wir? Also ich bin... ich muss mal eben kurz Pause machen, sorry. So, da bin ich wieder. Ja, mit wem verbringen wir Zeit? Ich hatte überlegt, dass ich... wohl eher nicht mit Nathan Zeit verbringen wollte. Also es fällt mir halt schwer, sowieso die Entscheidung. Man kommt nach Hause zurück. Im Prinzip würde ich dann die Zeit mit der gesamten Familie verbringen und mir nicht eine Person raussuchen. Aber das Spiel will es halt so, sich eine Person rauszusuchen und dann jetzt zu sagen, ja, es gibt für alle gute Gründe. Unsere Mutter hat nicht mehr viel Zeit zu leben, denke ich. Und wir haben ein enges Verhältnis zur Mutter gehabt, also könnten wir die Zeit mit ihr verbringen. Gloria, mit der haben wir auch sehr, sehr viel Zeit verbracht. Könnten wir genauso mal hören, weil die sich auch verändert hat. Was ist aus ihr geworden? So Sachen rausfinden. Nathan würde eigentlich auch so gehen, aber das, so wie er jetzt gerade aussah, hat er mich doch ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Das ist ein anderer Mensch geworden, unser Nathan. Und da weiß ich nicht, ob ich da jetzt Lust hätte, mit ihm zu reden. Und dann dachte ich eigentlich, mit unserem Vater zu sprechen, das wäre vielleicht noch am sinnvollsten, dass wir ihm, unserem Vater erstmal erzählen, was alles in unserer Stadt gelaufen ist. Aber den Vater haben wir gar nicht zur Auswahl, wir haben mit Stefan zur Auswahl. Und mir jetzt den Abend zu versauen, den ersten Abend, in dem ich mit Stefan rede, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nee. Deshalb nehme ich wohl doch eher Gloria. Ich möchte mal wissen, was so mit ihr los ist. Achso, genau, die anderen Texte. Ja, da stehen sogar die gleichen Sachen. Wir machen uns Sorgen um die Gesundheit von unserer Mutter. Ja, machen wir. Wir wollen rausfinden, was im Leben unserer Schwester passiert ist. Ja. Wir verbringen einfach ein bisschen Zeit mit unserem jüngeren Bruder. Nein. Du willst geschäftlich mit unserem ältesten Bruder reden. Aber das macht es nochmal deutlicher. Ich möchte auf keinen Fall jetzt geschäftlich sprechen, sondern erstmal persönlich mit Leuten. Also, Gloria. Am Tisch versuchst du Gloria über ihr Leben zu befragen, aber deine Schwester weicht deinen Fragen aus. Ich lebe, ich leide. Ich helfe im Haus. Ich kenne meinen Platz. Genau wie es eine Bürgerliche tun sollte. Ja. Sie ist in einer schwierigen Lage als nicht anerkanntes Kind,
Seit unserer Abreise ist sie in soziale Konflikte in Anisot verwickelt. Soziale Unruhen. Dann sei still, Gloria. Das Los deines Bruders ist es, den bürgerlichen Führung zu geben. Nicht sich ihre Bitten anhören zu müssen. Warum erzählst du uns nicht, ob du ein paar nützliche Bekanntschaften geschlossen hast, Leo? Ja, du erzählst also, was in den 4 Jahren in Eterna passiert ist. Ja, und es ist jetzt ja doch so, dass wir erstmal die Zeit gemeinsam verbringen, so wie es eben auch normal gewesen wäre. Erst später am Abend, als die Familie sich bettfertig macht, mal eben. Später am Abend, als die Familie sich bettfertig macht, schaffst du es, eine Unterhaltung mit deiner Schwester zu führen an der ausglühenden Feuerstelle. Du versicherst Gloria, dass deine Robe und dein Priesterstatus niemals zwischen euch stehen wird. Sie ist ja immer noch deine Schwester. Gloria schaut dich wachsam an. Und dann lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. Als sie euch umarmt, vergräbt sie ihr Gesicht in deiner Schulter. Du tätschelst ihre Locken. Ich habe wirklich gehofft, nein, oder ich hoffe wirklich, dass du immer mein Bruder sein wirst, Leo. Mutter, Nathan und ich, wir sind irgendwie unerwünscht in diesem Haus. Sir Robert ist immer bei der Arbeit. Und deshalb leitet Stefan den Haushalt. Und das ist eine schwere Last für Mutter. Ich sehe, wie sie den Lebenswillen verliert. Du kennst ihr Alter. Sie könnte, ja, den wahren Tod sterben und nicht wiedergeboren werden. Sie musste schon sehr viel aushalten oder erdulden, bevor sie Sir Robert traf. Und ihre Krankheit nagt an ihr. Oder zehrt sie auf. Was Stefan betrifft, er kümmert sich nur darum, dass die Familie Adlige des Schwertes werden. Er würde alles dafür opfern. Ich mache mir Sorgen, dass das allererste, was er tun wird, mich aus dem Haus zu schmeißen, damit ich nicht den Familiennamen Brante beflecke mit meiner Herkunft. Ich bin nur ein Hindernis für ihn. Weißt du, Leo, ich bin nicht sicher, wie lange ich noch seine Ungerechtigkeit hinnehmen kann. Die Zeiten ändern sich. Wenn ich eine Niedergeborene bin, dann heißt das, dass ich den Adligen dienen muss, bis zu meinem wahren Tod. Überall im Kaiserreich kämpfen Bürgerliche für ihre Rechte. Gloria hält plötzlich inne. Für lange Zeit sitzt sie euch stumm gegenüber und hört nur das Knistern des Feuers. Die Familie Brante erwarten einige herausfordernde Zeiten. Ja, Stefan ist nicht gerade begeistert, dass wir uns nicht mit ihm beschäftigt haben. Aber Gloria findet das natürlich gut. Mutter hat Verständnis, Nathan auch. Die heilige Konklave. Der Frühling ist da. Der nächtliche kalte Lufthauch aus der Wüste hat den Biss verloren. Die tägliche Hitze löst sich im milden Regen auf. Beim Gebäude der örtlichen Inquisition erwartet dich nur Staub, Dreck und Stille. Das Gebäude ist komplett verlassen. Ihr braucht beide mehrere Wochen, um es wieder repräsentierbar sein zu lassen. Pater Ulrich wird erst später eintreffen. Du und Jan
haben eure Ankunft geheim gehalten, aber jetzt könnt ihr nicht mehr länger warten. Heute ist der Tag, an dem die heilige Konklave zusammentreten muss, in jeder Provinz des Kaiserreichs. Dort musst du deine Anwesenheit kundtun gegenüber den Brüdern und Schwestern der Kleriker oder der Kirche und deine Mission verlautbaren, dass du Ketzerei und Gottlosigkeit bekämpfen willst. Während einer heiligen Konklave wählt jede Provinz einen Patriarchen, um den Glauben zu repräsentieren für die nächsten 8 Jahre. In den alten Tagen hat jeder Mann und jede Frau der Gemeinde der Konklave beiwohnen müssen. Aber diese Tradition existiert schon lange nicht mehr. Nun haben nur noch die Kleriker das Sagen. Der Konklavetag ist wirklich ein heiliger Tag. An diesem Tag sind die Zwillinge selbst auf die Erde hinabgestiegen und haben in den Tempeln des Kaiserreichs residiert. Sie haben bezeugt, welche Patriarchen gewählt wurden in jeder Provinz. Die Heiligsten untergleichen, die Männer, die im Namen ihrer Gemeinde mit den Göttern sprechen. Cassius hat das Patriarchamt nach dem tragischen Tod von Patriarch Photis übernommen und ist bislang nicht den Zwillingen präsentiert worden. Nichtsdestotrotz gibt es keinen Zweifel daran, dass die Kleriker von Magra Cassius erwählen werden. Die Konklave findet statt im Tempel beim Silberbaum. Als du das letzte Mal dort warst, warst du noch ein kleiner Junge. Damals fandest du den Baum umwerfend. Aber jetzt schaust du ihn an, als wäre es ein alter Freund. Als ein Inquisitor brauchst du nicht länger den Baum zu berühren, um das Leben darin zu spüren. Der Platz beim Silberbaum ist selten voller Menschen, aber heute ist er pickepacke voll. Alle 3 Lose sind in gleichen Anzahlen hier repräsentiert. Die Adligen sitzen in weichen Stühlen im Schatten der Zelte. Die Kleriker reihen sich in den Tempel, einer nach dem anderen, und die Bürgerlichen sind mitten auf dem Platz und schubsen sich umher, um besser sehen zu können. Du hörst Freudenschreie, ein zustimmendes Summen und Applaus. Die Bürgerlichen sind tatsächlich für Cassius. Du und Jan, ihr müsst euch durch die Menschenmenge bahnen, um zu den Tempeltüren zu kommen. Nicht einmal Eterna hatte eine so große Menge. Ich dachte, wir werden niedergetrampelt. Bevor ihr in den Tempel schreitet, legst du deine Hand auf den Stamm des Baums. Er ist bemerkenswert warm. Zumindest ist eine Sache gleich geblieben. Es sind über 100 Menschen im Tempel. Alle Kleriker Magras sind hier versammelt. Von den Äbten der Region bis zu reisenden Predigern. Die meisten tragen die schwarzen Roben des alten Glaubens. In der entfernten Ecke der Halle siehst du aber ein paar Priester des neuen Glaubens. Sie sind gering in der Anzahl und in weiß gekleidet. Sie bleiben an der Seite. Jan und du, ihr sitzt in der vordersten Reihe. Die anderen beäugen euch mit Neugier und Verdacht. Ihr hört eure Namen innerhalb des Geflüsters, das den Tempel anfüllt.
Anscheinend war eure Ankunft niemandem gegenüber ein Geheimnis. Es ist so viel Furcht in ihnen und so viel Hass. Glaubst du, sie haben etwas zu verbergen? Oder hat jemand ihre Gedanken vergiftet? Der Jubel der Menge lässt Jans Worte ersterben. Patriarch Cassius erscheint. Er segnet die Menschen um ihn herum, während er den Platz überquert. Der Patriarch betritt den Tempel. Die Türen schließen sich hinter ihm. Und man hört kaum noch Geräusche vom Platz. Cassius hat eine angenehme Aura. Ein stattlicher, ja, oder ja, vielleicht eher dicklicher Mann mittlerer Jahre. Er grüßt die Menschen mit einem sanften, friedlichen Lächeln. Diejenigen, die sich im Tempel versammelt haben, erheben sich von den Bänken, um den Patriarch zu begrüßen. Die Priester in den weißen Roben erheben sich als Letzte. Einer von ihnen, ein Priester von bemerkenswertem Alter, erregt deine Aufmerksamkeit. Dir fällt sein rein grasiertes Gesicht auf und sein scharfer Blick. Der Schnitt seiner Robe ist mit Gold verziert oder bestickt. Und seine Hand ruht auf einem langen Stab, der ihm dabei hilft, stehen zu können. Das ist Pater Lenhard. Er ist der Abt dieses Tempels seit über 20 Jahren. Ich habe ihn als weisen, gütigen Mann in Erinnerung. Aber jetzt kennt meine Sorge für ihn keine Grenzen mehr. Die Lehren von Photis haben seinen Geist verhüllt. Der Patriarch grüßt die Zuseher mit einer würdevollen Verbeugung. Und jeder nimmt wieder Platz. Cassius geht langsam die Stufen zum Altar hinauf und kniet vor den Zwillingen nieder. Die Worte seines Gebets hört man im ganzen Tempel. O himmlische Herren, o Lebensspender, der Jüngere, Verteidiger der Welt, Richter und Ratgeber, der Ältere, der Geist der Wahrheit und der Liebe, der alles mit seiner Anwesenheit erfüllt. Wir gehorchen bescheiden euren Gesetzen mit allen drei Losen von Isatius. Möge der Rechtschaffene gesegnet werden und mögen die Sündigen Buße tun ohne Gnade. Patriarch Cassius ist der Patriarch von Magra und ein strenger Gegner des neuen Glaubens. Seit Pater Cassius das Patriarch angenommen hat, nachdem Photis gestorben ist, wurde er von den Klerikern respektiert und geliebt von den Leuten des alten Glaubens. Bei der nächsten heiligen Konklave steht seine Wiederwahl quasi fest. Na, das werden wir nochmal sehen, ne? In eurem Anblick lege ich hiermit meine Autorität als Patriarch ab. Mögt ihr euren Kindern erlauben, denjenigen zu wählen, der meinen Platz einnehmen soll. Die Luft fühlt sich schwer an. Sie drückt auf dich nieder. Die Priester bleiben bewegungslos und halten ihren Atem an. Eine unglaubliche, alles verschlingende Stille erfüllt diesen Raum. In dieser Stille hörst du schwache Schritte durch den Tempel.
Jetzt bin ich gar nicht so sicher. Ich dachte im ersten Augenblick, das wäre das normale Ritual. Dass einer das Amt des Patriarchen ablegt, damit ein neuer gewählt werden kann. Aber dass er das auch selber sein kann. Aber so wie ich diese Szene jetzt deute, will er tatsächlich kein Patriarch mehr sein. Und es muss jemand anders sein. Der Moment vergeht langsam. Die Illusion schwindet. Die Luft wird wieder leicht. Ein Stab schlägt gegen die Kacheln. Der Anführer des neuen Glaubens nähert sich Cassius. Vater Lenhardt. Was hatten wir denn jetzt genau angeguckt? Nee. Ein Abt des Tempels des Silberbaums, ein neuer Gläubiger oder ein Anhänger des neuen Glaubens. Er bietet Führung an für seine Gemeinde und hilft den Armen. Viele Gläubige suchen Lennarts Tempel auf und hoffen, dort Frieden zu finden. Und ja, also Ruhe in seiner Gesellschaft. Wir haben ihr Zeichen gesehen. Die Zwillinge sind jetzt bei uns. Ich, Pater Lennart, Abt des Tempels vom Silberbaum, erkläre die heilige Konklave für eröffnet. Pater Cassius, würdet ihr bitte euch zu den anderen gesellen? Mit einem Lächeln tut dies Cassius. Okay, dann ist es aber doch so, dass Cassius jetzt wiedergewählt werden kann. Ja, das war das normale Ritual. Er gibt sein Amt jetzt ab, damit er es gleich wiederkriegen kann. Und so muss die Konklave von Magral nun einen Patriarch erwählen, der im Namen ihrer Gemeinde und ihres Glaubens mit den Zwillingen spricht. Für die nächsten 8 Jahre. Oh, das ist nur alle 8 Jahre. Ja, stimmt. Sprecht die Namen derer, die würdig sind. Mehrere Dutzend Stimmen beantworten seine Frage auf einmal. Cassius! Cassius! Pater Cassius! Kein anderer Kandidat wird erwähnt. Pater Lennart reibt sich den Nasenrücken, bevor er fortfährt. So, ihr habt also den Namen von Pater Cassius gesprochen. Ich höre keinen anderen Namen. Dann beginnen wir mit der Zeremonie. Die Akolyten geben jedem Priester 2 Steine. Einen schwarzen und einen weißen. Eine enorme Schale wird vor den Altar gebracht. Und sobald die Steine die Schale angefüllt haben, beginnt Pater Lenhardt, sie zu zählen. Er teilt sie in 2 Stapel auf jeder Seite des Altars, damit jeder sie sehen kann. Ich zähle 1 schwarzen Stein für jeden Anhänger des neuen Glaubens. Heißt das, dass die anderen ihm alle vorbehaltlos trauen? Dann lassen wir den Willen der heiligen Konklave geschehen unter den wachsamen Augen der Zwillinge. Pater Cassius soll unser neuer Patriarch sein. Er soll unsere Stimme vor den Zwillingen sein und unser Mentor in diesem weltlichen Reich. Cassius schreitet vor den Altar und hat immer noch ein sanftes Lächeln auf seinem Gesicht. Vor dem Bild der Zwillinge akzeptiere ich meine Last als Patriarch von Magra. Möge die Weisheit des Jüngeren und die Macht des Älteren mir Stärke geben in diesem Dienst. Ist es nicht genau andersrum? Ist es nicht die Weisheit des Älteren und die Macht des Jüngeren? Ist das jetzt hier ein Fehler im Text oder ist das ein Fehler von Cassius? Die Priester erheben sich von den Bänken und jubeln dem neuen Patriarch zu. Pater Lennart erhebt eine Hand, die um Ruhe bittet. Brüder und Schwestern, diese Konklave ist abgeschlossen, aber bevor wir diesen Tempel verlassen, um den Namen des neuen Patriarchen zu verkünden, müssen wir zunächst die Inquisitoren anhören, die in unsere Provinz gekommen sind.
Sie werden ihre Mission verkünden, damit jeder Priester ihre Worte an seine Gemeinde, an seine Schäfchen weitergeben kann. Jan und du, ihr schreitet auf den Altar zu, aber auf einmal gibt es unerwartet ein krachendes Geräusch oder ein knarzendes Geräusch. Die Tempeltür wird aufgeschlagen. Eine ein bewaffneter Trupp marschiert in die Halle rein. Und zwar Krieger des Glaubens, Krieger des Ordens der Inquisition. Sie werden angeführt von Inquisitor Ulrich. Er hält ein Edikt, versiegelt mit 3 Siegeln. Ja, es ist ja krass, ist das nicht eine Entweihung der Kirche, hier mit dem Militär reinzukommen oder so? Ich weiß nicht, ob so ein Auftritt hier sein muss. Ich sehe Ulrich jetzt mit ganz anderen Augen. Wer wagt es, die Gesetze der geheimen, der heiligen Konklave zu verletzen? Die Türen des Tempels müssen geschlossen bleiben, bis ein neuer Patriarch gewählt wurde. Ja, also war ich nicht der Einzige, der das hier als unheilig gesehen hat. Da muss Ulrich ja sehr gute Gründe haben. Die Stimme des Patriarchen ertönt in den Tempelmauern, als ob die Zwillinge höchstpersönlich das genauso sehen würden. Und dennoch erhebt Inquisitor Ulrich bloß seine Augenbraue als Antwort. Aber Patriarch, die Konklave ist doch beendet, oder nicht? Okay, ja, er ist der Erzfeind des neuen Glaubens und er hasst Ketzerei. Ja. Rücksichtslos und brutal. Ich bin Inquisitor Ulrich. Ich wurde hierher entsandt vom Orden der Inquisition, um die letzten Hinterlassenschaften von Char Milanidas auszumerzen aus dieser Provinz. Alle, die infam genug sind, um sich in meinen Weg zu stellen, werden gebrandmarkt als Verbündete von Ketzern und dem wahren Tod überführt werden. Du tauscht einen kurzen Blick mit Jan aus. Das dunkle Vermächtnis von Char Milanidas auszumerzen aus dieser Provinz könnte vielleicht nur ein vorgeschobener Grund sein. Aber er sorgt dafür, dass der Inquisitor eine unglaubliche Autorität hat. Denn hier in Magra ist es viel zu leicht, alles und jeden Einzelnen in Verbindung zu bringen mit dem rebellischen Herzog. Ja, es könnte so ein bisschen so sein wie die McCarthy-Ära in Amerika, wo dann halt jeder sich erstmal rechtfertigen musste, kein Kommunist zu sein. Und wenn man irgendeinen kannte oder wie auch immer, dann war man ja auch schon wieder mitschuldig. Und hier wird es sich auch noch, für jeden findet man hier noch irgendwas, was man gegen ihn verwenden kann. Irgendeine Verbindung, eine Beziehung, die seine Familie irgendwann mal zu dem Herzog gehabt haben könnte. Es gibt hier noch 2 weitere Inquisitoren. Ich möchte auch, dass ihre Stimmen gehört werden. Und nicht nur durch die Mitglieder der Konklave, sondern auch durch das bürgerliche Volk. Die Kleriker von Magra neigen dazu, den Willen der Inquisition zu ignorieren. Ich bin dafür hier, um dafür zu sorgen, dass es nicht mehr passiert. Ja, seine Worte treffen auf würdelose Rufe, aber Pater Ulrich bleibt gefasst. Sein durchdringender Blick ist auf Cassius fixiert und erwartet auf eine Antwort. Der Patriarch ist zunächst perplex, aber er beginnt seine Haltung wiederzufinden, als er merkt,
wie sehr er von den Klerikern unterstützt wird. Du hast nicht das Recht, Zwietracht zu sehen im Haus der Zwillinge. Magra bedurfte nie der Aufmerksamkeit der Inquisition, als ich ihr Patriarch war, und daran hat sich nichts verändert. Unsere Kongregation, der Glauben unserer Kongregation ist stärker als je zuvor. Okay, weil er ja auch den neuen Glauben bekämpft, hat er halt das Gefühl, sich nichts vorwerfen zu müssen. Aber das wird Ulrich nicht interessieren. Ulrich möchte selbst hier der Mächtigste werden. Der mächtigste Kirchenmensch. Die Zuversicht in Cassius' Stimme wächst. Die anderen Priester unterstützen ihn mit ermutigenden Rufen. Inquisitor Ulrich geht ein paar Schritte auf Cassius zu. Das sind mächtige Worte, Patriarch. Der Orden der Inquisition möchte herausfinden, ob sie wahr sind oder nicht. Wenn sie wahr sind, werden wir Magra verlassen. Okay, vielleicht wäre es denn ganz geschickt, wenn wir Cassius unterstützen, auch wenn er jetzt Anhänger des alten Glaubens ist. Die Gefahr ist halt, wenn wir jetzt den neuen Glauben hier unterstützen, dann könnte es dazu führen, dass Ulrich sagt, seht her, seht ihr, hier sind alles nur Ketzer unterwegs, ich übernehme jetzt hier den Laden. Wenn wir aber Cassius unterstützen, ist das das kleinere Übel gegenüber Ulrich. Ulrich winkt euch zu, winkt euch zu sich. Aber ich habe eure Ansprache unterbrochen, Inquisitoren. Kommt und gebt eure Interessen bekannt oder eure, ja, das sagt, was ihr vorhabt. Ich bin sicher, dass diese Menschen euch nun ihre volle Aufmerksamkeit zukommen lassen. Bruder Leo, richte deine Worte an die hier Versammelten. Also an die an den Tempelstufen, also an die Leute draußen sollen wir die Worte richten. Okay, und ich kann jetzt entweder die Leute aus Magra beruhigen oder ich kann die Leute aus Magra beschuldigen. Ich könnte mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, warum ich sie beschuldigen sollte. Es gibt nur einen Grund, nämlich dass ich mich bei Pater Ulrich einschleime und sage, ja, hier, das ist doch hier alles das Volk von Charmilanidas und die haben alle Dreck am Stecken. Ich muss ja wissen, ich komme von hier, so nach dem Motto. Nein, aber das ist die Stadt, in der ich groß geworden bin und da würde ich so oder so sagen, egal ob ich jetzt der Meinung bin, hier gibt es Ketzer oder nicht, würde ich sagen, Leute, niemand wird so heiß gegessen, wie er gekocht wird. Wir müssen das Ganze ein bisschen ruhig angehen lassen und wir werden das ganz sauber in Ruhe untersuchen. Wir wollen jetzt nicht direkt Streit vom Zaun brechen. Wir müssen erstmal gucken. Leute, regt euch nicht direkt auf. Wir gucken erstmal. Also das machen wir nicht. Ja, wir machen anschuldigende Worte an die Menschenmenge. Oder wir sagen, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Also friedliche Worte und dass man über die Sachen nachdenkt. Du stehst auf den Stufen vor dem Tempel. Die Menschenmenge achtet auf dein Gesicht. Die Kleriker schauen auf deinen Rücken, wachsam und alarmiert. Es ist, als ob die gesamte Stadt sich hier versammelt hat, um dir zuzuhören. Also wenn ich die jetzt beschuldigt hätte, wäre auch die Möglichkeit einer Revolution wieder gestiegen. Und das ist ja das auch, was wir verhindern wollen. Wir wollen nicht, dass das Land hier in Schutt und Asche gerät. Du erzählst ihnen, dass die Inquisition nach Anisot gekommen ist auf einer wichtigen Mission. Aber diese Mission dient nicht der Bestrafung. Ihr seid hierher geschickt worden, um Seelen zu retten. Um sie vor der zukünftigen Gefahr zu bewahren, Ketzer zu werden und vor der Gefahr der Magie. Alle von euch, mich eingeschlossen, wir sind alles nur bescheidene Kinder der Zwillinge.
Diejenigen, deren Glauben stark ist, haben nichts zu fürchten. Die Menschenmenge wird stumm. Jan starrt dich verwirrt an. Du hörst Flüstern von den Klerikern hinter deinem Rücken. Ich meine, ist immer noch so, ne? Also, wir haben gesagt, wer jetzt kein Ketzer ist und so, hat nichts zu befürchten. Naja, aber wir könnten auch noch immer 80% Ketzer in dieser Stadt finden von der Bevölkerung. Das würden wir auch noch schaffen. Also, die sind erstmal beruhigende Worte, aber das heißt noch nichts, was später passieren wird. Es erfüllt mich mit Freude, diese Worte zu hören. Die Quelle von Magie zu bekämpfen ist eine gute Sache. Aber ich zweifle daran, dass du sie hier in Magra finden wirst. Oh, ich habe hier in Magra schon Magie gesehen. Sophia. Nun entschuldigt mich, während ich meine Gemeinde begrüße und den Schluss der Konklave bekannt gebe. Du atmest erleichtert aus, nur bis zu dem Zeitpunkt, wo du zum Inquisitionsgebäude zurückkehrst. Inquisitor Ulrich ist gar nicht erfreut mit dir. Und er versucht auch gar nicht, das zu verbergen. Mir wurde gesagt, ich soll als sein Mentor handeln. Das Erste, was ich tun werde, ist dir das hier zu sagen. Du musst endlich deine Furcht und deine Unentschlossenheit abschütteln. Das sind Luxuritäten, die wir uns nicht erlauben können. Wir sind die Diener der Zwillinge. Wir sind ihr Schutzschild, ihr Schwert der Bestrafung. Man muss sich vor uns in Acht nehmen. Ach so, Ulrich glaubt jetzt, wir haben das so gesagt, weil wir Angst vor der Menschenmenge hatten. Das war ja aber gar nicht so. Wir haben ja Angst vor Ulrich und wollen, dass er keine Macht hier gewinnen kann. Inquisitor Brante, du solltest unsere Stärke zeigen, aber stattdessen hast du unsere Schwäche gezeigt. Du solltest die Sünder an die unvermeidliche Strafe erinnern, die auf sie wartet. Du solltest Furcht in ihre Herzen pflanzen, in die Gottlosen. Solltest der Gemeinde zeigen, dass wir hier sind, um das Übel der Ketzerei mit der Wurzel auszureißen. Aber stattdessen hast du ihnen das Gefühl gegeben, als ob unsere Mission sie gar nicht beeinflussen wird. Ihr beiden werdet euch um die Angelegenheiten des Ordens kümmern, während ich untersuchen werde, was der Patriarch alles angestellt hat oder was der so geplant hat. Ja, John fand das jetzt auch nicht so super. Aber mir ist John auch nicht wichtig. Also ich will jetzt keine Freundschaft mit John als Ziel. Nee. Pater Lennart findet das natürlich gut als Anhänger des neuen Glaubens. Die Toleranz des neuen Glaubens ist größer geworden in der Stadt. Das ist doch schon mal schön. Aber ich weiß gar nicht, was ist denn gut? Ist es nicht gut, wenn das alles so im Mittelfeld bleibt? Wenn wir das hier hochbringen auf 10, gibt es Unruhen, wenn es auf 0 geht? Werden die Leute unterdrückt? Also, ja, wir wollen ja weder, dass es einen Bürgerkrieg gibt, aber wir wollen trotzdem den Menschen Freiheiten gewähren. Das ist ein Drahtseilakt. Ist das hier diese... Achso, das ist der nächste Step, oder? Ja. Genau, das ist hier der Punkt 6. Okay. Die Ehre unserer Familie und unsere Position in der Gesellschaft ist stärker geworden. Also, das heißt, die Leute respektieren mich jetzt so ein bisschen. Also vor allen Dingen die Adligen. Und wir sind jetzt von befleckter Erde in eine mittlere Position gegangen. Da kann sich ja Stefan bei uns bedanken.
Die Kleriker haben Cassius wieder gewählt als Patriarch von Magra. Ein Empfang an der Brante-Residenz. Du kommst zu Hause nach einem kurzen Spaziergang durch die Stadt. Als du das Haus betrittst, wirst du von Stefan begrüßt. Er bittet dich zu einem Gespräch im Büro deines Vaters. Als du in das Zimmer gehst, hat Vater einen Haufen Briefe vor sich liegen und unterschreibt sie einen nach dem anderen. Mein Sohn, Stefan und ich müssen eine wichtige Angelegenheit mit dir besprechen. Während du in der Hauptstadt warst, hat unsere Familie ganz formell eine Bitte beim Gouverneur eingereicht, um uns zu Adligen des Schwertes zu machen. Wir haben bereits 3 Generationen adligen Blutes. Wir haben das Recht, dass sich unser Adel weitervererbt. Dein Großvater hat die ersten Schritte in Richtung Adel des Schwertes gegangen. Nachdem Stefan geboren wurde. Und jetzt sind wir an der Schwelle, Elbrantes zu werden. Wenn Overseer, also Gouverneur Gaius Tempest und die Adligen von dieser Provinz uns für würdig erachten, werden wir einen vererbbaren Titel erhalten. Alle Adligen der Brante-Familie werden für immer adelig bleiben und ihre Kinder und Kindeskinder. Vater, ich gebe mein Äußerstes, um die Position der Familie zu bewahren. Aber unser Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn unser Ruf tadellos bleibt in den Augen der High Society, also der Gesellschaft. Die Adligen beobachten jeden unserer Schritte. Vater legt dir eine Hand auf die Schulter. Nun, das ist auch deine Angelegenheit. Die Zukunft unserer Familie hängt davon ab. Wir brauchen einen guten Ruf und müssen auch wohlhabend sein. Und dazu muss jeder, der den Namen Brante trägt, seinen Beitrag leisten. Denke immer daran, mit jeder Aktion, mit jeder Handlung, die du begehst, Leo. Ja, da habe ich jetzt nicht so dran gedacht. Ich freue mich natürlich, wenn es der Familie gut geht, aber das ist nicht mein erstes Ziel. Wo ich überlege, oh Mensch, machen wir jetzt was der Familie schaden könnte, das ist unwichtig. Erstmal sekundär. Du wirst vor der Hohen Gesellschaft von Anisot auftauchen müssen. Wir werden einen Empfang geben für die Adligen bei uns zu Hause. Du musst die Ehre unserer Familie hochhalten, Bruder. Du leitest die Neuigkeiten aus Eterna an unsere Gäste weiter. Also wirst den Gästen erzählen, was in Eterna so abgeht. Und uns dabei in wohlwollendem Licht darstellen. Ja. Unter dem Kommando von Stefan hat die ganze Familie eine ganze Woche zugebracht, um sich auf diesen majestätischen Empfang vorzubereiten. Das Haus sprüht über vor Dekorationen, neuem Geschirr, Delikatessen werden in der Küche zubereitet rund um die Uhr. Und die Servietten haben jetzt einen gestickten Rand. Die Servietten haben das Familienwappen eingestickt. Ein Eichenzweig in Ketten. Aha. Gloria ist die einzige, die sich dem Ganzen widersetzt. Wenn es nach mir ginge, würde ich bei diesem scheinheiligen Treffen gar nicht teilnehmen. Aber ich will Sir Robert nicht im Stich lassen. Genau, also da auch nochmal meine Gedanken. Die Familie hat mich aufgezogen, hat alles für mich getan. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass jetzt
die Familie untergeht oder so. Und das wird sagen, wir gehen unseren eigenen Weg und was auch immer. Natürlich steht unser großes Ziel im Vordergrund, aber insgesamt wollen wir schon, dass es unserer Familie auch gut geht. Ist ja nicht nur Stefan. Ja, Sir Robert ist der einzige Grund, warum ich heute Abend bleibe. Der Abend des Empfangs ist da. Würdevolle Unterhaltung und das Klingen der Gläser erfüllen das Haus. Unter deinen Gästen sind viele hochgeborene, mächtige Menschen. Dein Vater und Stefan huschen von Gast zu Gast und achten peinlichst darauf, niemanden zu übersehen. Ach, den kennen wir noch, Augustin L. Born. Da gab es mal Heiratsgespräche zwischen unserem Vater und seiner Tochter. Hat sich da was geändert? Ach so, er ist schon für größere Freiheiten und Rechte für die Bürgerlichen. Okay. Junger Leo, wie hervorragend du heute aussiehst. Also wie war deine Stadt in der Hauptstadt, deine Zeit in der Hauptstadt so? Du tauscht Nettigkeiten mit einem hochstehenden Verwandten aus. In der Zwischenzeit verbringen Gloria und deine Mutter den Abend. Keine Ahnung, was das ist. Also Gloria und Mutter stehen irgendwo abseits und erregen keine Aufmerksamkeit. Weder dein Vater noch dein älterer Bruder stellt sie den adligen Gästen vor. Dennoch, einer der Gäste, ein junger Adliger des Schwertes namens José L. Pelletier, schaut immer wieder fasziniert zu Gloria rüber. Ja, deine Schwester versucht aber nicht hinzusehen. Okay, wer ist er denn für einer? Ein junger Adliger des Schwertes, ein Erbe einer alten und mächtigen Dynastie aus Magra. Er hat seine Ausbildung im Imperial College genossen. Lady Gloria, du bist das wahre Juwel dieses Abends. Du siehst so wunderbar herausfordernd aus. Ich habe so etwas noch nie gesehen, selbst nicht in der Hauptstadt. Als du an Gloria vorbeigehst, hörst du sie kurz was flüstern. Leo, rede mit mir. Dieser Sir El Pelletier folgt mir die ganze Zeit. Dadurch fühle ich mich unwohl. Was will der denn von mir? Ich bin doch nur eine niedergeborene Bürgerliche. Komm mal mit mir, geh mal mit mir zur anderen Seite des Zimmers. Auch wenn ich dort immer noch hervorsteche unter all diesen so edel gekleideten Adligen. Schau, das ist Durante, der Maler. Ich frage mich, was er hier so fern von der Hauptstadt tut. Es wäre wunderbar, wenn er uns ein Familienporträt malen könnte. Wir könnten alle auf Leinwand verewigt werden. Wir sind eine große glückliche Familie. Mit einem Weinglas in der Hand schaust du dich in dem Raum mit vielen Leuten um. Es ist an der Zeit, herauszufinden, wie du den Abend verbringen willst. Okay, wir können nur zwei Sachen machen. Also Neuigkeiten aus der Hauptstadt verbreiten können wir nicht. Werden wir gleich gucken, warum. Wir können allen Leuten unsere Mutter und unsere Schwester vorstellen. Freuen sich Mutter und Schwester bestimmt tierisch drüber, aber wir werden dann von unserem Vater und unserem Bruder gehasst und die Adligen wollen das ja auch gar nicht. Die wollen gar nicht Mutter und Schwester kennenlernen. Und denen das jetzt aufzudrängen, das ist dann auch so, ja, es bringt keinem was, es schadet nur, ich halte von solchem Verhalten nichts. Klar, es wäre schön, wenn die Adligen auch unsere Mutter und unsere Schwester wertschätzen würden. Und es kommt mir so ein bisschen blöd vor, sie zu verstecken in dem Sinne. Aber jetzt hier mit dem Holzhammer
den Benehmen einzuhauen, wo die uns so viel Schaden zufügen können, halte ich auch für keine gute Idee. Ja, wir können ein Familienporträt kaufen. Das werde ich dann ja wohl machen. Das heißt, zum Glück kann ich das machen. Ansonsten hätte ich das mit Mutter und Schwester machen können. Das Familienporträt wird allen gut tun. Also bis auf unsere Geldbörse wahrscheinlich. Oder wir können über den Sieg in einem Turnier sprechen, was wir ja nicht gemacht haben. Okay, also Neuigkeiten aus der Hauptstadt. Fehlt uns Diplomatie. Hätten wir ein bisschen adliger sein müssen. Die Diplomatie, ich weiß nicht genau, welche Werte, auf welchen Werten das noch basierte. Ja, das können wir immer machen. Ja, auch wenn sie niedergeboren sind, verdienen Mutter und Schwester trotzdem die Aufmerksamkeit der Gäste. Ja, sie verdienen es, aber sie würden es ja nicht bekommen, selbst wenn wir sie jetzt vorstellen würden. Oder ein Familienporträt kaufen können wir, weil wir Manipulation 10 oder mehr haben. Dann können wir den berühmten Maler Durante überreden. Ist doch gut. Ja, ein Turnier hätten wir halt teilnehmen müssen und wir hätten auch gewinnen müssen. Gut. Also Familienporträt. Der Künstler schaut sich das Porträt deines Großvaters an der Wand des Wohnzimmers an. Du wirst dich als Großvater immer so erinnern. Sein schwerer, suchender Blick, seine falkenhaften Züge, sein imposanter Körper und der Gehstock, den er die ganze Zeit in der Hand hatte. Wie durch puren Zufall gehst du an Durante vorbei und erwähnst, dass dieses Porträt von einem ortsansässigen Künstler gemalt wurde. Aber sicher wird die Fähigkeit von Sir Durante unermesslich größer sein. Wäre er vielleicht interessiert, ein Gruppenbild zu malen von der gesamten Familie Brante? Zuerst lehnt Durante höflich ab. Er muss schon bald zurück in die Hauptstadt und er hat keine Zeit übrig, um noch etwas zu malen. Aber du erwähnst, dass du bereit bist, jeden Preis zu bezahlen und dass seine Arbeit gesehen wird durch den höchsten Adel von Anisot. Und schließlich gibt Durante deinem Drängen nach. Okay, dafür brauchen wir halt Manipulation, um ihn hier zu überreden. Du verbringst die Nacht damit, mit dem Maler zu verhandeln. Ein angemessenes Porträt wird eine Zeit dauern und Durantes Preise sind hoch. Deine Familie davon zu überzeugen, ist eine genauso große Herausforderung. Gloria wird auf keinen Fall in einem Kleid posieren und auch nicht ihr Haar bedecken. Nathan musste quasi gezwungen werden, sich die Haare mal zu schneiden. Und Stefan hat darauf bestanden, dass er rechts neben seinem Vater stehen muss. Und Gloria muss hinter ihm stehen. Schließlich hast du Erfolg damit, dass sich deine Familie darüber einigt. Das Porträt ist perfekt. Deine Eltern sehen würdevoll aus, Hand in Hand. Stefan steht stolz zu ihren Rechten. Du in deiner besten Haltung stehst links von ihnen. Gloria erfüllt das Bild mit ein wenig Leben, mit ihrem wilden Haar und ihrem herausfordernden Outfit. Und selbst Nathan scheint irgendwie dazuzugehören. Das Porträt wird stolz ausgestellt über dem Kamin im Wohnzimmer. Ah, niemand sonst in Magra hat ein Porträt von Durante höchstpersönlich. Das wird unsere Position stärken. Dieses eine Mal stimmt Gloria ihrem älteren Bruder zu. Ja, zumindest sind wir auf dieser Leinwand mal vereint. Was auch immer unser Status ist, also ja, Bürgerliche und Adlige und Priester, alle vereint auf einem Bild.
Ja, Reichtum hat es natürlich ein bisschen gekostet. Wir sind von Mittelstand in leichte Armut gerutscht. Aber komm, wir haben ein tolles Bild dafür bekommen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass das natürlich auch was kostet. Aber ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Unser Ruf ist dadurch ein bisschen besser geworden. Und die Einheit unserer Familie ist jetzt auch besser geworden. Ja, Manipulation, weil wir es eingesetzt haben, ist besser geworden. Eloquenz ist besser geworden. Das heißt, ein Punkt noch Eloquenz, dann können wir ein bisschen was machen, glaube ich. Gut, und ich denke, das hier müssen wir uns dann in der nächsten Folge mal ansehen. Für heute reicht es. Ich habe sowieso schon überzogen. Aber ich dachte, vielleicht ist nach dem Empfang vielleicht das erste Jahr vorbei oder so. Aber so schnell geht das hier ja nicht. Dann gucken wir mal morgen, wie es weitergeht. Bis dann, macht's gut. Tschüss.